که این دوست مرد آلمانی میخونن شعار میخونن سود سود زده میشه دستکش ها رو قبول دارید دست کنید بهتر میدونید دستتون بگیرید تکون بدید به هر حال در پایان دستکش ها به اونها داده بشه در ما برای جلب نظر این حرکت انجام دادیم هر پیشنهاد بهتری دوستان انجام دادن بذارن به هر حال یه علامت سمبولیک که بیشتر از اون معنای توصیفی نداره به هر حال این دوستان میخونن متنای دیگری هم دارن دوستان لطف کنن بیان و از این امکان استفاده بکنن و در فاصله شعار میدیم و صوت زده میشه ولی فعلا صوت ندارید تا این متن رو بخونن این دوستان و دستکشا رو ولی در هر حال چه دستتونه چه آویزون کردید جلو ببرید این پشت وای نستید این پشت لطفا وای نستید با دستکش و کلا این پشت وای نستید که این صف طولانی بشه این پشت وای نستید خواهش میکنم این صف رو طولانی بکنید دو ردیف برای خودمون نمیخوایم باید Einen reichlich Jahre islamische Republik im Iran. Über 10.000 unschuldige Hinrichtungen, mehrere Hinrichtungen und Steinigungen in der Öffentlichkeit. Über 10.000 Verwitwete und Verwaiste. Über 10.000 Verhaftungen, Verschleppte und Vermisste, Folter und Vergewaltigungen im Gefängnis, Millionen Flüchtlinge, Diskriminierung der Frauen, Unterdrückung der Minderheiten, keine Religionsfreiheit, keine Meinungsäußerung und keine Pressefreiheit, staatliche Überwachung der Privatsphäre, hohe Selbstmordrate, Kunst- und Mediensensur, steigende Arbeitslosigkeit und Armut, hohe Umweltverschmutzung, steigende Kriminalität, Ausbreitung der Prostitution, staatliche Korruption, 8 Jahre ungewollte Iran-Irak-Krieg. Anlässlich dem 10. Dezember, Tag der internationalen Menschenrechte, wir bitten die deutsche Regierung um Unterstützung des iranischen Volkes, nicht der islamischen Regierung. Wir protestieren gegen die Missachtung der Menschenrechte im Iran. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute am Tag der Menschenrechte wollen die hier Versammelten die Öffentlichkeit auf die fortwährende grobe Missachtung der Menschenrechte im Iran aufmerksam machen. Immer noch lässt die Führung der Islamischen Republik Iran die friedlichen Oppositionellen, Studenten, Frauen, Gewerkschafter und ethnische und religiöse Minderheiten systematisch verhaften, foltern, Geständnisse erpressen und in Schaumprozessen, die in gleichgeschalteten Massenmedien verbreitet werden, zu hohen Haftstrafen, ja sogar zum Tode verurteilen. Allein in den letzten 3 Wochen sind von den Menschenrechtsaktivisten über 8.000 offizielle Verletzungen der Menschenrechte im Iran registriert worden. Die Dunkelziffern sind bestimmt höher. Schockierend sind die Massenhinrichtungen der angeblich Drogenhändler. Aus den Gefängnissen der Städte Mashhad und Karaj werden regelmäßig Hinrichtungen bis zu 80 Personen gemeldet. Auch Jugendliche unter 18 werden zum Tode verurteilt und nach ihrem 18. Lebensjahr hingerichtet. Im Verhältnis zur Anzahl seiner Bevölkerung ist Iran vor China das Land mit den höchsten Hinrichtungen. Meine Damen und Herren, wir sind hier vor der Vertretung des islamischen Terrorstaates versammelt, um gegen die genannten brutalen Missstände
in Iran zu protestieren. Hierdurch wollen wir außerdem den mutigen Kampf der aktiven Oppositionellen im Iran unterstützen. Sie kämpfen für die Menschenrechte und für Demokratie. Diese mutigen Frauen und Männer im Iran brauchen die Aufmerksamkeit und den Druck der Weltöffentlichkeit. Die Bundesrepublik Deutschland ist nach China der größte Handelspartner des Iran. Aus dieser Position ist sicherlich möglich, die Machthaber in Teheran unter Druck zu setzen. Die aktuell erhängten Sanktionen betreffen in der Regel mehr die Normalbürger. Dagegen sind internationale juristische Sanktionen gegen die namentlich bekannten Folterer und Schreibtischmörder relativ wirksam. Wir fordern außerdem die Freilassung aller politischen Gefangenen im Iran, bessere Unterstützung der iranischen politischen Flüchtlinge, besonders im Iran und in der Türkei seitens der EU-Staaten. Die Lage der Menschenrechte im Iran müssen auch bei den Verhandlungen über das sogenannte iranische Atomprogramm thematisiert werden. Bürger der iranischen Politik- und Kulturgemeinde in Nordrhein-Westfalen. دستکشا رو به ردیف اول ببرید و شروع کنید به سود زدن. دستکشا رو به ردیف اول ببرید.